Ja, heute habe ich es mir mal hier gemütlich gemacht mit einem kleinen Kaffee. Und ja, werde jetzt mal so ein kleines Fazit zu meiner Challenge machen. Ich fange mit den Ausrüstungsgegenständen erstmal an. Also bei der Kanne, was willst du da sagen? Ich meine, die war praktisch. Ich habe mir Wasser holen können an der Quelle. Ich hätte sie nehmen können, auch um sie über dem Feuer zu erwärmen, wenn ich hätte Feuer gemacht, um sie als Wärmflasche zu nutzen. Also die wäre auf jeden Fall wieder dabei. Und ich hätte mir da drin was kochen können, wenn ich das gewollt hätte. Das Beil ist ebenfalls Gold wert. Würde ich auch so wieder mitnehmen. Denn ich kann hacken, ich kann spalten, ich kann Stöcke anspitzen, ich kann sie dadurch in die Erde schlagen. Und das war für mein Lean-to-Shelter, also das war wirklich klasse. Klar hätte ich es mit einem Stein machen können, aber das war um Längen handlicher, weil ich mit dem Stein ja auch keine Stöcke anspitzen kann. Von daher wäre die auch wieder mit am Start. Dann habe ich hier das Messer. Könnte man theoretisch aufgrund der Tatsache, dass ich ja das Beil dabei habe, vernachlässigen. Ich fand es jetzt ganz praktisch einerseits. Andererseits würde ich ein Messer nie wieder, also das hat eine Kydex-Scheide und die Kydex-Scheide, die kann man am Rucksack befestigen von der Breite her. Ich habe keinen Gürtel an, also konnte ich die auch nicht, also so einen breiten Gürtel gibt es nicht. Und wenn du so einen schmalen hast, also es gibt schon so breite Gürtel, aber die passen meistens dann nicht durch die Hosenschlaufen. Und so oben drüber, das ist nicht so, war jetzt nicht so mein Gedanke. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe in dem Moment gar nicht so weit gedacht. Ich habe gedacht, komm, machst du es an den Rucksack dran, dann ist es gut. Und erst beim Handling habe ich gemerkt, dass es eigentlich äußerst unpraktisch ist, wenn ich ständig zum Rucksack gehen muss, das Messer holen. Es hat hier eine Schlaube, ich habe es dann zwischendurch ans Lean-to-Shelter gehängt, aber es ist immer noch unpraktisch gewesen, denn es war einfach nicht am Körper und da sollte es eigentlich sein. Aber wie gesagt, man könnte es vernachlässigen, weil man ja das Beil hat. Ja, den hätte ich dann gebraucht, wenn ich Feuer gemacht hätte, was ich nicht habe, aufgrund der Trockenheit. Dann hier meine Säge. Die war übrigens auch Gold wert. Man kann die Stücke klein schneiden und gerade jetzt für das Shelter war das praktisch, denn da brauchte ich bestimmte Größen, musste absägen und zuschneiden. Da war das ganz praktisch dafür. Für ein Lagerfeuer bräuchte ich jetzt nicht zwingend eine Säge. Da könnte ich auch die großen Stämme oder Stangen in der Mitte, übers Feuer legen, in der Mitte durchbrennen und dann nachlegen, dass es weiter brennt. Ja, hier habe ich meinen Schlafsack, der Grützi, den ich mir vor geraumer Zeit in Eigenleistung zugelegt habe. Der kam dann zum ersten Mal zum Einsatz. Und ich muss sagen, ich bin angenehm überrascht. Er war sehr anschmiegsam. Der Stoff ist sehr, ja, sehr weich. Also man hat ein gutes Hautgefühl. Oder ja, genau, man hat ein gutes Hautgefühl und er hält auch warm. Die Tatsache, dass ich zwischendurch gefroren habe, war, weil ich den dann aufgemacht habe, um mir ein bisschen, wenn es zu warm war, ein bisschen Frischluft zu verschaffen. Wenn ich dann wieder eingeschlafen bin, dann ist der Wind drüber gezogen und dadurch wurde mir dann zwischendurch immer kalt. Und dann habe ich mir ihn wieder zugemacht und habe mir ihn über den Kopf gezogen und ja, dann war es halt auch wieder warm. Und der hat, also hier laut Hersteller steht hier drauf, die Komfortzone 4 Grad, die Limitzone minus 1 und extrem minus 17. Also minus 17 würde ich persönlich nicht ausprobieren wollen, weil ich eh so eine Friermaus bin. Also von daher, ja, und den würde ich dann auch wieder mitnehmen. Also ich würde von diesen Sachen, wie gesagt, bis auf das Messer alles wieder mitnehmen. Bei dem Messer würde ich mir was anderes vielleicht noch dazu aussuchen. Und das Paracord, das war mein siebter Gegenstand, den habe ich komplett aufgebraucht, um das Lean-to-Shelter zu bauen.
Genau, und jetzt kommen wir zu meiner Kleidung. Ja, Kleidung ist alles das, was ihr hier an mir seht. Die Jacke, diese Jacke. Dann hatte ich ja hier unten drunter ein T-Shirt und darunter noch ein Longsleeve. Die Hose. Unter der Hose war ja noch eine Leggings drunter. Und die Schuhe, die Handschuhe und die Mütze, das hatte ich ja eingangs, hatte ich das ja alles vorgestellt. Das ist auch während der ganzen Challenge meine Begleitkleidung gewesen. Ich muss dazu sagen, ich bin heilfroh, dass ich all die Sachen dabei hatte bei meinem Overnighter, denn es war relativ kühl. Also der Wind war kühl, sehr kühl. Ich habe mit der ganzen Montur eigentlich im Schlafsack gelegen, bis auf die Mütze. Die hatte ich nicht an, weil ich hier die Kapuze drüber gezogen hatte. So. Tada! Und ich habe sogar mit Handschuhen geschlafen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Einfach weil der Wind so kalt war. Ja, die Kleidung würde ich auch wieder so wählen. Ach ja, und übrigens hatte ich hier noch diesen Regenhoodie dabei. Da sitze ich jetzt gerade drauf, weil der Stein sonst zu kühl ist. Ja, ich würde die Kleidung gerade wieder so mitnehmen. Wobei ich am Anfang habe ich zwischendurch immer mal gedacht, oh, die Handschuhe, die sind für zum Arbeiten, sind Wollhandschuhe ungünstig, absolut ungünstig. Man bleibt ständig hängen, weil es von der Wolle her einfach, ja, die bleibt halt überall hängen. Da habe ich halt zwischendurch gedacht, boah, ob da nicht Arbeitshandschuhe sinnvoller wären. Aber beim Overnighter hat sich herausgestellt, dass die hier besser sind, denn die halten warm. Und ich gehe mal davon aus, dass Arbeitshandschuhe so nicht so wirklich warm halten. Wäre natürlich noch ein Versuch wert. Habe ich keine Erfahrung mit, aber stelle mir das halt so vor, dass das Wollhandschuhe definitiv wärmer wären. Die Mütze würde ich auch nicht mehr mitnehmen. Die würde ich ersetzen durch einen Buff, weil man da mehrere Möglichkeiten hat. Ich kann es als Schal benutzen, ich kann es als Stirnband benutzen, ich kann es als Haargummi verwenden. Wobei, gut, das entfällt ja jetzt. Ich brauche ja im Prinzip gar kein Haargummi mehr, aber ich könnte. Und ich kann es als Mütze benutzen. Es ist vielseitiger. Also das ist einfach nur eine Mütze, es ist halt eine Mütze. Und genau, und das wären jetzt so meine Kleidungsstücke gewesen. Wie gesagt, die würde ich auch so wieder mitnehmen. Ja, der Aufbau des Shelters hat mir eigentlich relativ viel Spaß gemacht, wobei ich sagen muss, es war super anstrengend, also dieses ganze Holz heranzuschaffen. Und wenn ich davon ausgehe, dass das erste Lintu-Shelter jetzt zusammengebrochen ist oder kaputt gemacht wurde, wobei ich davon ausgehe, es ist zusammengebrochen, da kann ich froh sein, dass da noch kein Overnighter war. Wenn ich da drunter gelegen hätte, wäre ich platt gewesen wie eine Flunder. Das zweite Lean-To-Shelter habe ich ja in diesem Verkeilungssystem gemacht. Mir ist halt jetzt dabei aufgefallen, also es war gemütlich, es ist total cozy da drin, ja, so heimelig und ja, gemütlich. Und das Jägerbett müsste man halt auch ein Stück mehr, also vielleicht sollte da unten Laub rein. Vielleicht könnte man das komplett unten mit Laub auffüllen. Dann an dem Fußteil das Laub höher lagern, damit man dieses Gefälle ausgleicht und oben drüber dann erst über das Laub die Fichtenreisigzweige. Ja, wie gesagt, das Schelter finde ich sehr schön. Das war mit Sicherheit auch nicht die letzte Nacht, wo ich hier geschlafen haben werde. Ja, was jetzt mir zugute kam bei dem Shelter ist, dass es die Nacht nicht geregnet hat. Wenn es geregnet hätte, wäre es für mich wahrscheinlich brenzlig geworden, denn das Shelter ist nicht richtig abgedichtet. Also die Stangen, da sind Abstände von der Größe dazwischen und ich habe nicht genügend Fichtenreisig oder sonstiges gefunden, um das oben komplett abzudichten.
Mit Rinde war hier auch nicht viel zu machen. Also es liegen schon Bäume um, aber es ist halt nicht das, was passend gewesen wäre. Ne? Und ich muss ja mit dem zurechtkommen, was ich an Ressourcen hier finde. Und dementsprechend wäre das eine nasse. Also das wären nasse Nächte geworden. Was ich halt noch machen hätte können, wäre noch mehr Stangen beizuschaffen, um diese Zwischenräume ja, zu füllen, indem ich die Stangen dicht aneinander lege. Ich habe halt bei dem Schelde aufgrund dessen, dass der Baumabstand so breit war, auch eine riesige Fläche gehabt. Also mein Mann, Frau, ich hätte es auch, wenn ich andere Baumabstände gefunden hätte, näher beieinander machen können. Da braucht man nicht so viel Raum, weil mit einem Feuer kriegst du so einen großen Raum ja auch nicht gut gewärmt. Also da geht es bei einem kleinen Raum besser. Die Seitenteile, ja, die sind eigentlich dran gestellt und wenn man dagegen stupst, fallen sie um. Ich habe sie zum Teil versucht, in die Erde reinzukriegen, was mal mehr, mal weniger gut funktioniert hat. Aber jetzt mal Butter bei den Fische. Wenn kein Sturm herrscht oder so, oder ein Orkan, ist es ausreichend. Und man kann das ja mit nach und nach, wenn man dann, also ich gehe ja mal davon aus, wenn ich 7 Tage draußen bin. Ich habe das jetzt an dem Tag gemerkt, als ich morgens um 10 hierher bin. Und am nächsten Morgen um 10 Uhr gegangen bin, das sind 24 Stunden, da hast du eine wahnsinnige Zeit, weil du machst nichts anderes als draußen sein. Und in dem Augenblick kann ich auch permanent an meinem Shelter, an meinem Feuer, an meinem Lager Verbesserungen vornehmen und Verschönerungen vornehmen. Was jetzt bei so einer 7-Tage-Challenge, wie ich das jetzt gemacht habe, immer mal nicht wirklich möglich war. Also da muss ich dazu sagen, wäre mir so eine 7-Tage-Challenge lieber. Nicht an 7 Tage, sondern 7 Tage hintereinander, weil du da viel mehr Zeit dazu hast, um ja, dein Lager zu gestalten. Die Form, wie ich das jetzt gemacht habe, was berufsbedingt ist, man findet nicht jedes Mal wieder gleich rein. Also ich bin an manchen Tagen hierher gekommen, um an dem Shelter zu arbeiten und es hat mich eine ganze Weile gebraucht, bis ich mich wieder reingefunden hatte, bis ich mir wieder überlegt habe, wie machst du weiter, was machst du weiter. Und ja, wenn du kontinuierlich dran bist, dann glaube ich, dass das effektiver ist. Ja, das war jetzt so mein Fazit zu meiner ganz persönlichen Challenge Biene versus Wald, weil ja, es hat mir auf jeden Fall einen Heidenspaß gemacht. Es war eine super Erfahrung. Es war super anstrengend. Es dauert ewig, bis man diese ganzen Stangen beigeschafft hat, bis man die gesägt hat, bis man die Bäume umgedrückt hat, bis man sie gefunden hat. Und ist eine absolute Herausforderung, finde ich. Also wenn man das noch nicht gemacht hat, dann hat man was zu tun. Ja, ich für meinen Teil fand es auf jeden Fall super klasse. Es hat mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Das soll es jetzt von hier gewesen sein. Biene sagt Tschüss, bis bald im Wald. Macht's gut, lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.